Wir wollen uns in diesem Video nun mit der Frage beschäftigen, wie die Auslegung eines Blockheizkraftwerkes erfolgt. Oben links ist das elektrische Leistungsprofil eines Unternehmens im Jahresverlauf dargestellt. In groß dargestellt die sortierte Jahresdauerlinie mit den Jahresstunden bis 8760 und die elektrische Leistung in Kilowatt ist auf der Y-Achse aufgetragen. Zu erkennen ist, dass das Unternehmen eine maximale elektrische Last von 230 Kilowatt aufweist. Wir wollen nun prüfen, wie sich ein Blockheizkraftwerk technisch in das Unternehmen integrieren ließe, um die Grundlast des Strombedarfs abzudecken. Und wir wollen dann auch die wirtschaftlichen Parameter dieses Blockheizkraftwerks anhand der empirischen Gleichungen ermitteln. Anhand der sortierten Jahresdauerlinie lässt sich ablesen, wie die elektrische Leistung des Blockheizkraftwerks bemessen sein muss, um die Grundlast abzudecken. Die Vorgabe soll sein, dass das Blockheizkraftwerk 6000 Vollerstunden aufweist. Das heißt, man prüft, wie ist die elektrische Leistung, die über mindestens 6000 Stunden anliegt. Da stellt man dann fest, das sind ziemlich genau 80 Kilowatt elektrischer Leistung. Das heißt also, die Leistung des Blockheizkraftwerks beträgt 80 Kilowatt. Hier wieder der Hinweis mit der Ergänzung des Index EL, damit dargestellt werden kann, dass es sich um die elektrische Leistung handelt. Was wir noch brauchen, ist die Stromkennzahl S für unser System. Die nehmen wir in diesem Fall mit 0,8 als gegeben an. Die lässt sich über Herstellerangaben ebenfalls identifizieren. Aus der Stromkennzahl S lässt sich dann die thermische Leistung des Blockheizkraftwerks ermitteln, da die Stromkennzahl das Verhältnis der elektrischen Leistung zur thermischen Leistung Q-Punkt ist. Daraus ergibt sich, dass die thermische Leistung unseres Blockheizkraftwerks 80 Kilowatt durch 0,8, also 100 Kilowatt beträgt, mit dem Index TH, um kennzuzeichnen, dass es sich dabei um die thermische Leistung des Blockheizkraftwerkes handelt. Wir wollen nun die weiteren technischen Kennzahlen unseres Blockheizkraftwerks berechnen. Hierzu brauchen wir immer die elektrische Leistung, da sich aus der elektrischen Leistung die weiteren technischen und auch wirtschaftlichen Kennzahlen ableiten lassen. Zunächst berechnen wir den elektrischen Wirkungsgrad eta EL, der sich ergibt aus der empirischen Gleichung anhand von Herstellerangaben aus 0,2218 plus 0,0279 mal dem natürlichen Logarithmus der elektrische Leistung. Setzen wir also nun die elektrische Leistung von 80 kW ein, dann ergibt sich Folgendes. Wir haben also 0,2218 plus 0,0279 mal den Logarithmus aus 80. Wir bekommen einen Wirkungsgrad von 0,344 oder 34,4%. Entsprechend kann nun auch der thermische Wirkungsgrad berechnet werden. Der thermische Wirkungsgrad ergibt sich aus der Stromkennzahl, da die Stromkennzahl S das Verhältnis aus dem elektrischen Wirkungsgrad und dem thermischen Wirkungsgrad ist. Das heißt also, man kann aus der Gleichung hier oben, aus der Definition der Stromkennzahl ableiten, dass das Verhältnis der Wirkungsgrade ebenfalls die Stromkennzahl ergibt. Das bedeutet in unserem Fall, dass wir mit den 0,344 dividieren durch unsere Stromkennzahl von 0,8, bekommen damit einen Wirkungsgrad für die thermische Ausgangsleistung von 0,43 oder 43%. Entsprechend der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich als Summe aus dem elektrischen und dem thermischen Wirkungsgrad. Das heißt also, wir haben in diesem Fall einen Gesamtwirkungsgrad von 77,4% unseres Blockheizkraftwerks. Wir wollen nun noch die Brennstoffleistung unseres Blockheizkraftwerks ermitteln. Auch die ergibt sich aus dem Wirkungsgrad, denn wir wissen, dass der elektrische Wirkungsgrad definiert ist als das Verhältnis der elektrischen Ausgangsleistung bezogen auf die Brennstoffleistung. Das heißt also, daraus folgt, dass unsere Brennstoffleistung unseres Blockheizkraftwerks die Division der elektrischen Leistung durch den
elektrischen Wirkungsgrad ist. Das heißt, also tragen wir das ein, wir haben 80 Kilowatt elektrische Ausgangsleistung, dividieren das durch unseren Wirkungsgrad 0,344, bekommen damit eine Brennstoffleistung von 232,6 Kilowatt. Das heißt, das ist die Gesamtleistung an Erdgas, die wir diesem Blockheizkraftwerk zuführen müssen. Davon werden dann 34,4% umgewandelt in elektrische Energie, 43% werden umgewandelt in thermische Energie. Das heißt, insgesamt haben wir den Wirkungsgrad von 77,4% und der übrige Teil geht als Verluste verloren und können nicht in elektrische oder thermische Energie umgewandelt werden. Nach den technischen Parametern wollen wir nun die wirtschaftlichen Parameter des Blockheizkraftwerks bestimmen. Hierzu berechnen wir zunächst die spezifischen Investitionskosten. Wir hatten gesehen anhand von empirischen Daten, dass die spezifischen Kosten sich ergeben als Produkt aus dem Wert von 8.833 Euro pro Kilowatt multipliziert mit der elektrischen Leistung hoch minus 0,432. Das heißt, dass die Investitionskosten sinken mit steigender elektrischer Leistung. Berechnen wir nun die Kosten für unseren Fall. 8.833 mal 80 hoch minus 0,432. Bekommen wir raus, dass die spezifischen Kosten ungefähr 1.330 Euro pro kW betragen. Das ergibt damit ein Gesamtinvestitionsvolumen für das Aggregat von 1.330 Euro pro kW elektrisch mal 80 kW. Und das sind 106.400 Euro. Das sind die Grundinvestitionskosten in das Aggregat, in das Blockheizkraftwerk. Da kommen nun noch zu die Kosten für Inbetriebnahme, für die Abnahme, für den Transport. Das heißt also, was wir da noch berücksichtigen müssen, sind einmal die Zusatzkosten für den Transport und Abnahme. Technische Abnahme des Blockheizkraftwerks, das sind in dem Fall 6% der Investitionskosten und die Einbindungskosten oder Kosten, um das Blockheizkraftwerk in das Energiesystem aus technischer und wirtschaftlicher Sicht zu integrieren, braucht verursachte Zusatzkosten, die liegen nochmal bei 39%, sodass wir daraus Zusatzkosten von 45% zu den Investitionskosten erhalten. Das heißt, die gesamten Investitionskosten, die das Blockheizkraftwerk verursacht, sind also 106.400 Euro mal 1,45. Das sind also ungefähr 155.000 Euro, genau 154.280 Euro. Das sind die Kosten zur Anschaffung und Integration des Blockheizkraftwerks in das Energiesystem in dem Unternehmen. Als weiteren wirtschaftlichen Parameter können wir noch die Instandhaltungskosten bestimmen. Die Instandhaltungskosten ergeben sich aus der Gleichung, das sind 10,58 Euro Cent pro Kilowattstunde elektrische Energie, die erzeugt wird durch das Blockheizkraftwerk, multipliziert mit der elektrischen Leistung hoch minus 0,345. Also auch hier sinken die Instandhaltungskosten mit steigender elektrischer Leistung. Wir wollen nun ausrechnen, wie groß die Instandhaltungskosten sind. Also 10,58 multipliziert mit 80 hoch minus 0,345. Daraus ergeben sich Instandhaltungskosten von 2,333 Cent
pro Kilowattstunde. Das heißt also pro erzeugter Kilowattstunde verursacht das Blockheizkraftwerk Instandhaltungskosten im laufenden Betrieb von 2,333 Cent. Schließlich lässt sich noch der KWK-Zuschlag bestimmen aus der Nennleistung von 80 kW. Das erfolgt folgendermaßen, dass die ersten 50 kW des Blockheizkraftwerkes bekommen eine Förderung oder einen Zuschlag von 8 Cent pro Kilowattstunde und dann der zweite Teil von 80 bis 80 Kilowatt, das sind also 80 minus 50 dividiert durch 80, der Gewichtungsfaktor wird mit einem Zuschlag von 6 Cent pro Kilowattstunde versehen. Das heißt, wenn wir das nun ausrechnen, was ergibt das? Das sind 5 durch 8 mal 8 plus 3 durch 8 mal 6. Das ergibt in unserem Fall einen KWK-Zuschlag von 7,25 Cent pro Kilowattstunde elektrischer Energie, die auf die Stromeinspeisung, mit der die Stromeinspeisung zusätzlich vergütet wird. Jetzt müssen wir noch prüfen, wie lang diese Vergütung, dieser Zuschlag gezahlt wird. Dadurch, dass es sich um ein neues Blockheizkraftwerk handeln soll mit einer elektrischen Leistung größer 50 Kilowatt, wird dieser Zuschlag für 30.000 Vollbenutzungsstunden bezahlt. Vollbenutzungs- oder Volllaststunden, Nutzungsstunden. Das heißt also, bei einem Regelbetrieb von 6.000 Stunden pro Jahr bedeutet das, dass ungefähr für 5 Jahre dieser KWK-Zuschlag gezahlt wird und danach wegfällt. Die verbleibende Restlaufzeit von 10 Jahren des Blockheizkraftwerks erfolgt damit ohne KWK-Zuschlag. Man kann davon ausgehen, dass Blockheizkraftwerke typischerweise eine Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren haben, typischerweise. Zum Schluss wollen wir noch die elektrische und thermische Energie berechnen, die das Blockheizkraftwerk erzeugen wird. Die elektrische Energie ergibt sich aus der Leistung von 80 Kilowatt multipliziert mit den Vollerstunden, das sind in unserem Fall 6.000 Vollerstunden, also 480 Megawattstunden elektrischer Energie. Und die thermische Energie, ETH oder auch QTH, das sind 100 kW thermische Ausgangsleistung, multipliziert mit den 6.000 Vollbenutzungsstunden. Das ergibt 600 Megawattstunden thermische Energie. Das heißt also, anhand der empirischen Gleichung mit Hilfe der Stromkennzahl lassen sich die wesentlichen technischen und wirtschaftlichen Parameter eines Blockheizkraftwerks ermitteln und mit diesen Angaben eine Auslegungsplanung des Blockheizkraftwerks vornehmen.